Willkommen zu einem neuen Video und wolltet ihr auch mal Social Media Star werden, berühmt und fame? Alle jubeln euch zu, man verdient gut Geld, unterwegs und auf Reisen. Dieses wunderbare Leben lebt die TikToker und Instagramerin Leo Baileys. Sie wird von ihren Eltern gemanagt und es gibt einen Film bzw. eine Dokumentation über ihr Leben. Der liebe Klängern hat darüber ein sehr interessantes Video gemacht. Ich bin teilweise echt sprachlos und geschockt, weil nämlich hier auch über einen sehr fanatischen Fan von ihr gesprochen wird, wie diese ihr Leben verbringt und mit was diese ihr Leben verbringt. Das Verhältnis zwischen den Eltern und ihr, gerade auch im Berufsleben. Als sie ihre Social Media Accounts gegründet hat, war sie eben gerade mal 13. Also es ist sehr interessant, sehr spannend. Ich bin auf eure Meinung gespannt und ich kann euch nur sagen, für alle, die mal Social Media Star werden wollen, schaut euch dieses Video an und da würde ich sagen, gehen wir rein. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich sehr freuen und natürlich auch, wenn ihr mir auf Instagram Jasmin Gnu folgt. Da gibt es zwar keine High-Glanz- und Glamour-Bilder, wie es vielleicht bei Leo Baileys ist, aber es gibt eigentlich immer was zu lachen. Originalvideo von Klängern unten in der Beschreibung. Wir gehen rein und ich bin gespannt, was ihr zu diesem sehr heiklen Thema sagt. So, dann gehen wir doch einmal ins Video vom lieben Klängern. Zweifelte Fangirls, Kinderarbeit und einen ganz, ganz schlechten Kinofilm. Herzlich willkommen. Das Video habe ich mir ja auch abgespeichert von Klegan. Klegan. Kartoffelsalat, Bruder vor Luder, krass Klassenfahrt der Film. Es gibt viele schlechte Kinofilme mit YouTubern. Jetzt ist ein weiterer Film über eine Influencerin rausgekommen und ich sage euch heute, warum ihr euch den lieber nicht angucken solltet. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr einen von den besagten Filmen bereits angeschaut habt, was ich euch empfehlen kann. Leute, absolut trischig. Silicon High School von Miro und Hand of Blood auf meinem Gaming-Kanal. Produziert mit Amazon Prime. Es war absichtlich Satire. Wir durften machen, was wir wollten. Ich habe dieses Budget gewonnen und ich durfte damit machen, was ich wollte. Und es ist ein Unfall. Könnt ihr gerne nach der Reaction mal reinschauen. Ich verlinke es euch unten. Absolut. Also, dass die wirklich zu allem Ja gesagt haben, hat mich am Ende selber entsetzt. Es war einfach nur, reden wir nicht drüber. Schaut es euch an. Einfach nur, ich bin auch so schlecht im Schauspielen, ey. Oh mein Gott. Egal. Let's go. Diesmal übrigens nichts fiktiv und gespieltes, sondern eine Dokumentation. Sowas kommt auch ins Kino. Und zwar über die Influencerin Leo Baileys. Habe ich mal gesehen. Ich glaube, hat so 1,5 Millionen auf Instagram, TikTok. Ich weiß aber gerade nicht, woher sie kommt. Die heißt eigentlich Leonie und ist auf Instagram und TikTok mit über 1 Million Follower. Mega krass, heftig, krass berühmt. Und die macht das Ganze schon ziemlich lange. Ich glaube, mit 13 hat die mit dem Influencen angefangen. Boah, das ist so... Ups, das ist so früh. Viel zu früh, meiner Meinung nach. Und einerseits werde ich noch mehr drauf eingehen, warum ich das zu früh finde, in einem anderen Video. Dem bin ich jetzt seit Monaten dran, das kommt demnächst. Ja, aber es gibt halt eben auch, wie man sagt, diese Predators, warum ich es ja auch kritisch finde, dass manche ihre Kinder zeigen. Es gibt ja eben auch Leute da draußen, die eben sich Kindern hingezogen fühlen. Und da kam jetzt ja letztens auch in einem Forum raus, weil ganz viele Instagrammerinnen ihre Kinder gezeigt haben, dass dort wirklich Foren gibt, die diese Bilder dieser Kinder einspeichern und ekelhafte Fantasien von sich preisgeben, die sie mit den Kindern haben. Deswegen finde ich auch 13 schon sehr früh. Ich weiß zwar nicht, was für TikTok sie gemacht hat, aber mein erstes Mal, als ich auf TikTok war, habe ich eine 14-Jährige gesehen, die sich komplett sexy im Bikini lasziv bewegt hat. Das ist schon sehr befremdlich und viel zu früh. Hier steht jedenfalls, mit 13 Jahren hat sie angefangen, auf Kanälen wie YouTube, TikTok oder Instagram Videos und Bilder von sich hochzuladen, Produkte zu bewerben. Was das Hobby begonnen hat, ist mittlerweile ein lukratives Geschäftsmodell für die ganze Familie. Die Eltern sind ihre Fahrer, Manager und Kameraassistentin in einem. Kein einfacher Job, schon gar nicht, wenn sie das da mitten in der Pubertät befindet oder, was ich viel problematischer finde, ist, wenn halt die Familie dein Management ist. Das heißt, du wirst ja auch im Urlaub ständig wirst du damit genervt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, die Serie Cheer, sehr, sehr empfehlenswert. Da geht es ums Cheerleading und wie krass Cheerleading eigentlich ist. Und da gibt es eine Cheerleaderin, die heißt Gabby Butler. Und in dieser Dokumentation wurde auch scharf kritisiert, da ihre Eltern, ihr Vater ist ihr Manager und die Mutter auch, wie die mit ihr umgehen und was für einen brutalen Timeschedule die hat. Also wie viel die rumfliegen muss und Jobs machen muss, weil die Eltern auch davon profitieren und das Kind komplett verheizen. Und wie die mit ihr reden. Deswegen ich es auch sehr bewundernswert finde, wenn manche ihre Partner oder Partnerinnen als Manager oder Managerin anstellen, weil da muss man halt auch wirklich trennen. Jetzt haben wir Freizeit und jetzt wird gearbeitet. Ja, cool. Ich wusste gar nicht, dass
Produkte bewerben Hobby von einer 13-Jährigen ist. Und die wurde jetzt für den Film Girl Gang 4 Jahre lang mit der Kamera begleitet. Vom Regisseur von Raving Iron. Ab 20. Oktober im Kino. Gewinner Publikumspreis. Ich freue mich auch immer Publikumspreise, aber eigentlich geht es halt immer darum, wer hat die größte Reichweite, macht am meisten Werbung, um halt einen Preis zu bekommen. Und damit macht natürlich die Preisverleihung Show extrem viel Impressionen für nicht bezahlt und macht auf ihr Voting und auf ihre Show oder auf dem Verleihungsskala aufmerksam. Ein modernes Märchen über eine 14-jährige Influencerin und ihren größten Fan. Und eigentlich wollte ich mir diesen Film angucken und euch dann genau darüber erzählen, was da alles passiert. Aber ich kann diesen Film nicht gucken. Nirgendwo läuft dieser scheiß Film. In keinem Kino in Deutschland findet man diesen Film mehr. Außer in so einem Independent-Kino in Berlin. Ja, sorry, dass ich nicht 600 Kilometer durchs ganze Land für einen Film fahre. Ich wollte euch den unbedingt präsentieren und habe sogar an die offizielle Mailadresse eine Presseanfrage geschickt. Keine Antwort bekommen. Gut, war ich ein bisschen traurig drüber, aber naja. Aber gut, es gibt genug Artikel im Internet dazu und 20 Minuten Videomaterial von diesem Film auf YouTube. Ich glaube, das reicht. Das reicht auf jeden Fall, um sich sicher sein zu können. Besser nicht angucken. Denn was wir in diesem Kinofilm bekommen, ist so dermaßen unangenehm anzugucken. Es ist ein wahrer Blick hinter die Kulissen der wunderbaren Instagram-Plastikwelt. Toll. Ja. Oh Gott. Ja, ich glaube, das ist halt ein Film, den wahrscheinlich halt sehr viele Follower und Fans angeschaut haben. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht hat er ja doch noch ein bisschen was für uns. Ein kleines Beispiel gefällig. Hier sitzt Leonie mit ihrem Papa zusammen im Auto und der möchte eine Story mit ihr aufnehmen. Und man sieht wirklich das Glück und die Zufriedenheit in ihren Augen. Das ist wirklich genau so wie bei dieser Gabby Butler. Lass mal gucken, ob ich da Teile finde, um das euch zu zeigen. Oder gibt es ja auch genug andere Beispiele, beispielsweise auch bei diesen Dancing Moms. Also für allen, die Gabby Butler nicht kennen, hier beispielsweise Netflix Cheers Star Gabby Butler confronted about her controlling parents. Das sind die beiden, weil die halt schon sehr streng sind und da hat sie beispielsweise gerade was gegessen, hat der Vater ganz aggressiv gesagt, warum hast du noch kein YouTube-Video gemacht, was soll das? Und ich glaube, dass es sehr ungesund ist, wenn man eben so damit umgeht. Mal gucken, ob das hier genau darauf abzielt. Ja, weiß ich nicht. Boah, dir da richtig Bock. Oh, es ist unangenehm. Oh, es ist unangenehm. Warum ist denn das so? Geht das immer nur eine Sekunde? So, wir fahren jetzt zum Shopping Center Nord. Mit dabei habe ich. Oh Gott, sie denkt sich so, wo ist meine Seele? Oh Gott. Ja, mega cool. Danke. Das ist unangenehm. Ja. Übrigens, ihr Papa ist nicht nur ihr Erziehungsberechtigter. Nein, das ist auch noch der Manager von der kleinen Leonie. Ah, ja, Mist, ja. Schwierig. Die haben dafür nämlich keinen geeigneten gefunden und dann haben die Eltern sich gedacht, ja komm, machen wir einfach selber. Nachdem die Eltern nämlich vergeblich versucht haben, den Social Media Manager ihrer 14-jährigen Tochter zu coachen, weil er zu viel kritisiert, übernehmen sie das Management selbst. Seitdem Leonie 14 ist. Was kritisiert er denn? Also ich muss schon sagen, mein Respekt an alle Artist-Manager da draußen. Es gibt echt viele, die nicht gut sind, muss man auch sagen. Es gibt viele Artist-Manager da draußen, die nicht gut sind, die keinen guten Job machen. Es gibt aber auch einige, die sind sehr, sehr gut und die tun mir echt leid. Und ich verstehe auch, dass manche Artist-Manager-Männer echt mit den Nerven fast am Ende sind, wie unzuverlässig manche Artists sind. Also man wird ja auch ständig an Dinge erinnert. Man braucht schon irgendwann einen Artist-Manager. Ich habe auch meine Artist-Managerin jetzt schon seit 4 Jahren, die Nadine. Und wir sind ein gutes Team und man muss auch miteinander harmonieren. Und ich hatte immer so zwischendrin auch so ein paar andere, das war gar nichts, weil die einfach keine Lust hatten oder unorganisiert waren, weil man muss extrem organisiert sein, man macht extrem viel Überstunden, man muss gut E-Mails formulieren können, gut mit Kunden umgehen können. Es passieren immer Dinge, die nie passieren sollen, kurz vor knapp. Man muss auch mal auf den Tisch hauen können. Und das sind so viele Eigenschaften, dass ich bewundere es, dass es manche hinkriegen. Ich könnte es nicht, weil ich kenne, wie gesagt, sehr viel verpeilte YouTuber, Streamer, Creator, bei denen die Artist Manager am Ende den Ärger bekommen, wenn die irgendwas nicht abliefern oder vergessen oder nicht machen oder nicht erreichbar sind oder nicht aufstehen oder sonstiges. Also, weiter geht's. 14. Ja, komische Welt, in der eine 14-jährige einen Manager braucht. Und je länger man sich mit dieser Familie beschäftigt, desto merkwürdiger wird es eigentlich. Klar, am Anfang lernt man mega viele krass interessante Sachen über Leonie. Vermarkten und verkaufen ihr Kind?
treiben es an, verhandeln mit Brands. Ja, das ist halt das, ne? Vermarkten und verkaufen ihr Kind, das hört sich schon extrem an. Begleiten es zu Fan-Events, drehen vom Aufstehen bis zum Schlafengehen lustige Videos. Leos Nachtruhe dauert 6 Stunden, schließlich muss sie zwischen den Shoots auch noch zur Schule gehen. Ja, das ist halt dann schon heftig, ne? Das frage ich mich halt. Es gibt irgendwie in Deutschland für so viele Dinge im Internet, die passieren momentan, keine Gesetze. Und das finde ich echt kritisch. Und das ist so ein Punkt. Ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, das habt ihr sicherlich gesehen, es war doch Alinity, irgendeine Streamerin, die doch ihren Hund und die Kamera lief, ohne dass sie es gecheckt hat, extrem schlecht behandelt hat. Und ihr könnt euch mal vorstellen, wie einige, nicht alle, aber einige Eltern mit ihren Kindern eventuell umgehen, wenn die nicht so machen, wie sie wollen, wenn die Kamera noch nicht an ist, ne? Das ist ja genau das. Wir wissen nicht, was passiert, wenn die Kameras nicht laufen. Es kann schon, glaube ich, sehr ungut sein, gerade wenn es um eine Riesenkampagne gibt, die ordentlich Kohle gibt, das Kind nicht so macht, wie du willst. Ja. Ach so, ja, ja, da war ja noch was irgendwie. Ja, aber was müssen 14-Jährige auch noch zwischendurch irgendwie machen? Schlafen? Nee, das war's nicht. Ach ja, ja, Schule. Gut, ja. Ja gut, das mit der Schule, ja, das ist doof, dass das noch sein muss nebenbei. Aber kommt, Leute, ey, es gibt ja wohl Wichtigeres. Pro Beitrag verdienen Leo und ihre Eltern durchschnittlich 15.000 Euro. Ja gut, da kann man schon mal einiges für stehen und liegen lassen und das eigene Kind verkaufen. Schließlich muss da halt eine 14-Jährige die ganze Familie durchfüttern. Was als Hobby begonnen hat, ist mittlerweile ein lukratives Geschäftsmodell für die ganze Familie. Die Eltern sind Fahrer, Manager und Kameraassistenten in einem. Kein einfacher Job. Ja, dann ist man angespannt, man nimmt vielleicht zu viel Kampagnen an. Das ist natürlich auch ganz wichtig an einem Management. Du kennst ein gutes Management daran, dass sie dich beraten, mit welchen Marken du eher kooperierst, indem sie mit dir mitrecherchieren, was haben die Marken für einen Background, indem sie sagen, wir haben zu viel Kampagnen angenommen, das packst du nicht. Wir achten zum Beispiel immer sehr darauf, dass nicht so viel Werbung kommt, dass nicht immer Hashtag Werbung jeden Tag. Wenn beispielsweise eine Gamescom ansteht, das ist so das Event im Jahr für mich im August, da sage ich den Leuten schon, da wird mehr Werbung kommen, weil ich von vielen Bühnen gebucht bin. Natürlich kommt da viel mehr Werbung als sonst. Aber ansonsten schauen wir immer, dass immer so ein paar Tage zwischen den Werbungen liegen, dass nicht jeden Tag Werbung, Hashtag Werbung, hier, das, dies. Also wir könnten uns noch dumm und dämlicher verdienen, als wir es teilweise eh schon tun als Creator. Aber ich finde, da sollte man schon auch drauf achten. Und vor allem auch, für was man Werbung macht. Diese 14-Jährige ist verantwortlich dafür, dass zwei erwachsene Menschen endlich genug Essen auf den Tisch bekommen. Und generell hat Leonie ein irgendwie komisches Verhältnis zu ihren Eltern. Anders als andere 14-Jährige. Ja, und manche wollen halt eben auch nicht ein Management, wie ich es jetzt Beispiel habe, weil man gibt ja den Managements auch Prozente ab. Ich kenne viele, die eben sagen, wir wollen das komplett in der Familie haben. Dass man zum Beispiel sagt, du hast 25% oder 20%, die gehen dann ans Management. Und viele sagen halt eben, die 25% und 20% sind ab gewissen Beträgen sehr hoch und die wollen wir dann lieber in der Familie haben. Aber ich finde tatsächlich, da es nicht bei allen Familien wahrscheinlich gut läuft und funktioniert, ist es dann vielleicht doch besser, ein Management sich zu suchen, das nicht mit der Familie zu tun hat, weil ich mir eben Urlaube und alles andere extrem schwierig vorstelle, wenn du jeden Tag genervt wirst damit und genötigt und Managements nerven manchmal. Man geht sich manchmal einfach auf den Sack, weil man sich ständig an Dinge erinnern muss oder sonstiges. Das würde ich, glaube ich, trotzdem nie wollen, dass es dann komplett in der Familie bleibt. Ich verstehe aber, warum manche den Gedanken eben haben, dass sie sagen, sie wollen auch diese Prozente gerne in der Familie haben, anstatt sie abzugeben. Eigentlich sind Eltern ja auch irgendwie für die Erziehung da, ne? Also so die eigentliche Aufgabe und vermitteln Werte und formen den Charakter des Kindes. Ja, sie dienen als Vorbilder und weisen den Weg durch die Welt. Aber irgendwie wirkt ihr Vater mehr wie so ein Angestellter. Leo, wir werden es nie perfekt hinkriegen. Wir werden es perfekt hinkriegen, wenn man es einfach mal probiert. Oh Gott. Jetzt bitte sei nicht so anstrengend. Genau das halt, ne? So redest halt viel eher mit deinen Eltern so, als so würde ich mit meiner Managerin zum Beispiel nie reden. Und ich bin so froh, ich habe zwar Instagram, ich mache auch täglich Stories, aber ich mache keinen High-End-Glitzer-Perfekt-Sein-Content. Mir ist es wurscht, wie dann gewisse Dinge aussehen. Es gibt natürlich auch schöne Fotos oder nicht, aber gerade jetzt hat sie, glaube ich, die 100.000 geknackt und da muss jetzt das perfekte Foto, da hätte ich keinen Bock drauf. Also, wie viele Paare sich im Urlaub streiten und dann das perfekte Pärchen auf Instagram machen, die perfekte Scheinwelt, obwohl sie sich 5 Sekunden, bevor der Schnappschuss gemacht worden sind, noch angeschrien haben wegen so einer Kacke, da hätte ich einfach keinen Bock drauf. Ich bin so froh, dass ich in Urlaub gehen kann und ich mache mir da keine Gedanken, oh, das Sonnenlicht ist gerade perfekt, ich muss mich stylen, dann rennen wir da schnell noch den Berg hoch, denn gleich geht die Sonne unter und wehe, du machst kein richtiges Foto, dann hasse ich dich den ganzen Abend. Nee, wenn halt ein schönes Foto entsteht, poste ich es und wenn nicht, halt nicht.
So, auf den Stress hätte ich schon gar keinen Bock. Deswegen finde ich den Job auch, weil viele immer sagen, oh, so easy, nur Fotos posten. Die planen teilweise ihren Urlaub danach und ihre Outfits und alles. Und das ist auch nicht schön. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn du dein Image so aufbaust, immer alles perfekt, schön bling bling ist, dann musst du das auch durchziehen. Und davon gibt es halt 1 Million andere Accounts. Und du musst halt der perfekte bling bling Account sein. Ah, ja, gut, ne? Oder hier. Soll ich dir die mal ins Handgelenk mal machen oder so? Oder hinten ranbauen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Was denn? Ey, wir drehen gerade, ne? Kannst du nochmal machen? Ach so. Also deswegen ist halt Management gut, weil Management hat eine Ausbildung gemacht. Die wissen, ab wann die Kamera rollt. Dann werden dir meistens auch noch professionelle Kameramänner und alles dann eben gestellt. Und dann passieren solche Dinge nicht. Und er ist ja auch irgendwie arm gerade, ne? Er ist ja auch bemüht und ach, Mensch. Bring die scheiß Luftballons gleich ins Auto und kann sich die Scheiße selber ausholen. Okay, er ist nicht mehr arm. Pass auf, dass sie den nicht abholen, wir haben nur die Innenwand. Und dann kannst du dich ja beschimpfen lassen. Ja. Ja, genau das ist es halt, ne? Unangenehm. Aber hey, da muss man als erwachsener Mann auch einfach mal durch, wenn das Mädchen, was vor dir steht, dafür sorgt, dass du Essen auf den Tisch bekommst. Ein Kritiker hat dazu auch geschrieben, die Rolle der Eltern wirkt ambivalent. Zwar sind sie überzeugt, nur das Beste für Leos Zukunft zu wollen. Bei der Art, wie sie ihre Tochter antreiben und deren Reichweite für die eigenen Social-Media-Kanäle nutzen, bleibt aber doch ein schaler Beigeschmack. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Geschäftskonzept, was wirklich eine Familie kaputt machen kann. Und auch Beziehungen. So, komm, jetzt noch mal ein bisschen weiter. Mach noch einen Post. Ja, Papa braucht ein neues Auto. Komm schon. So natürlich nicht, ja. War nur ein Scherz. Ja, kommt, ja. Ich habe einen kleinen Witz gemacht an der Stelle. Denn ihr Papa, erwachsener Mann, hat schon lange gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Nämlich mit seinem eigenen Instagram-Account. Oh, aber immer hat er 172.000 Follower gemacht, ne? Hä? Gott, ist das unangenehm. Den er natürlich durch seine Tochter ordentlich pushen lässt. Das ist halt ein Familienbusiness. Ja, da werden die Follower hin und her geschoben. Da hilft eine Hand der anderen. Ja, wie bei den Kardashians. Funktioniert ja. Ja, andere Väter bekommen mit solchem Content nicht 132.000 Follower. Ja, das ist krass. Family Baileys. Er ist ähnlich schon wie Kim Kardashian oder wie heißen die, Jin Dawi und Sarah Harrison. Aber bestimmt nur, weil er einfach ein sehr talentierter Entertainer ist. Klar. Und man merkt die Einstellung des Vaters auch einfach an solchen tollen Sätzen. Sondern den Traum meiner Tochter lieber. Das ist der Wahnsinn, was Leo uns hier ermöglicht. Ich will mein altes Leben nicht zurück. Ah, bitte nicht. Ich will nicht wieder in der Bedeutungslosigkeit einer durchschnittlichen Erwerbstätigkeit verschwinden. Ja, es ist halt dieses, sie lebt ihr den Traum der Eltern. Das kennen wir auch ganz oft von amerikanischen Sendungen wie Dancing Moms oder wo die kleinen Kinder, das habe ich letztens drüber gesprochen, wo diese Schönheitswettbewerbe für Kinder eben sind, wo man das Gefühl hat, dass eigentlich gerade die Kinder gedrillt werden, um den Traum der Mütter, den sie nicht erreicht haben, umzusetzen. Nein, die Reisen, der Jubel, der Champagner. Ach ja, und das mit meiner Tochter, ja, also für sie wäre es dann natürlich auch doof, wenn das alles weg wäre, klar. Ich habe das Gefühl, da ist jemand richtig geil auf dieses Leben. Aber ich habe auch das Gefühl, so ganz gesund ist das für alle Beteiligten auch nicht. Also abgesehen davon, dass sie viel zu wenig Schlaf bekommt, weil, ey, kommt, Leute, das muss man jetzt wirklich mal in Kauf nehmen. Man, die ist 14, ja, da kann man auch mal, reicht doch auch mal mit dem Schlafen, je nach paar Stunden. Also abgesehen davon. Oh, das mit ein paar Stunden Schlafen. Ich kenne das. Ich habe aber auch irgendwann gemerkt, so 3 Stunden Schlaf reichen nicht aus, neben Studium und allem, was ich damals hatte. Das hat mich nach einem halben Jahr schon echt fertig gemacht. Ich merke es natürlich auch, wenn ich nach Berlin gehe und merke, ich muss am nächsten Tag direkt nach Stuttgart und habe da nur 2 Stunden Schlaf, 3 Tage hintereinander, dann werde ich krank. So, wenn es zu lang so ist, weil du ja permanent unter Stress bist. Also für alle, die mich nicht kennen, ich habe ja eigentlich 2 Gaming-Kanäle. Noch zusätzlich, ich habe den 3. Kanal auf dem Gaming-Kanal. Auf dem Hauptkanal, die sind aufwendiger, kommen 2 Videos. Auf den Zweitkanal, auf den Gaming-Kanal, kommen 5 bis 6 Videos die Woche. Auf dem hier mittlerweile auch 3. Dann hast du noch Livestreams, das mache ich 4 bis 5 Mal die Woche. Dann mache ich ja noch meinen Sport, da kommt bald auch noch mehr Content. Der muss ja auch jeden Tag 2 Stunden gemacht werden, also 5 Mal die Woche. Dann hast du ja noch Instagram und TikTok muss auch noch gepostet werden. YouTube Shorts habe ich auch noch einen Kanal. Und dann zusätzlich darauf kommen dann eben noch so Sachen wie mal hier eine Kampagne, hier ein Livestream, hier ein Event und dann wird's viel. Also du bist ständig am Vorproduzieren. Ups, du bist ständig am Vorproduzieren und am Machen und musst halt natürlich auch deine Urlaube gut planen. Wie gesagt, selbstständig, selbst und ständig. Ich glaube, jeder Selbstständige versteht mich. Ich glaube, wenn man es gut plant, ist es machbar. Aber wenn man halt mal krank wird, kennt jeder Selbstständige, ist es halt blöd. Ich liebe meinen Job, deswegen macht es mir Spaß. Es gibt auch Creator, die machen weniger, weil dies für die eher fein ist. Die haben auch mehr Freizeit, das ist cool. Aber ich habe halt gesagt, ich habe mittlerweile ein recht großes Team. Ich möchte, dass die alle bezahlt werden. Und die haben auch immer alle Arbeit und für die Arbeit sorge ich. Und deswegen
mache ich halt dementsprechend viel. Und ich habe halt gemerkt, jetzt wo ich auch Sport mache, ich brauche meine 6 Stunden Schlaf, weil durch diesen Sport bin ich eigentlich schon extrem ausgelaugt oft. Ja, deswegen, das darf man nicht unterschätzen, das Thema Schlaf. Auch tatsächlich psychisch. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Psychisch. Und immer wieder gibt es Ausschnitte und Clips, in denen man merkt, so richtig ist das nicht geil für alle. Ja, komisch, dass sich das irgendwie nicht positiv auf die Psyche des pubertierenden Teenagers auswirkt, wenn man von Millionen Fans bejubelt wird. Und auch ihrer Mutter scheint das Ganze gar nicht so gut zu bekommen. Du machst alles für dein Kind. Und auf einmal drängen sie dich in eine Ecke und unterstellen dir das Schlimmste. Ja, ich verstehe das. Ich weiß ja schon, dass bei der Pamela Reif machen ja auch die Eltern alles, aber da hat es nicht so dieses Feeling. Ich glaube, dass die Pamela Reif sich das nie anhören musste, ihre Mutter. Ich weiß ja nicht, ob sie sich in den Hintergrund jetzt mehr hält oder wie das aussieht, aber zum Beispiel bei Pamela Reifs Mutter, da kriegt man ab und zu eine Story mit oder auch von dem Bruder, der ja sehr viel macht. Und sonst kriegt man von den Eltern ja auch Social Media technisch gar nichts mit. Die sind halt wirklich im Hintergrund und unterstützen sie da. Aber ich kann es jetzt bei ihr nicht einschätzen. Ich habe mich zu wenig mit denen auseinandergesetzt. Vielleicht wisst ihr es ja. Aber natürlich, die Vorurteile kommen halt dann oder die Vorwürfe. Dass du dein Kind ausnutzt und ausbeutest. Es tut verdammt weh. Den ganzen Tag Hater-Kommentare löschen und blocken. Vieles weiß Leo nicht. Wenn da richtig böse Kommentare stehen, muss ich ihr die nicht zeigen. Für eine gestandene Frau und Mutter sind das keine guten Worte. Ja, weil das gehört halt leider, ich will es gar nicht sagen, es sollte nicht zu Social Media gehören oder so zu den sozialen Medien, aber es gehört leider dazu. Und ich weiß auch nicht, ob man so wirklich für sein Kind in so einer schwierigen Phase überhaupt da sein kann. Genau, und ich glaube auch nicht jeder ist dafür gemacht. Ich kenne genug Leute, die gesagt haben, sie probieren es aus und haben gemerkt, boah, nee, gar keinen Bock auf den ganzen Stress. Das ist auch vollkommen okay. Man muss auch erstmal gucken, ob das was für einen ist. Also mich haben anfangs solche Kommentare auch echt getroffen. Mittlerweile juckt es mich wirklich gar nicht mehr. Es gibt, glaube ich, immer so einmal im Jahr so 1-2 Kommentare, die beschäftigen dich kurz, aber dann denkst du dir, ach egal, weiter geht's. Aber vielleicht ist sie beispielsweise gar nicht der Typ, der dafür gemacht ist, das jetzt irgendwie diese Welt so zu lieben und anzunehmen mit allen Schattenseiten. Und noch krasser klingt das am Ende einer Filmkritik. Ein anderes Mal sagt sie, also die Mutter, meine Träume drehen sich immer nur um Leo. Ich selbst habe gar keine Träume. Wie Melanie. Nur ganz anders. Abhängig von Leo sind beide. Und Leo von ihnen. Es ist eine höllische Symbiose, der wir nachschauen. Eine Welt, die im Fall von Leo Baileys mit Kinderarbeit beginnt und jahrelang Narzissmus zur einzigen Geschäftsidee erhebt. Boah, das ist aber krass. Ja, und vor allem jetzt überlegt mal, irgendwann, es ist so, ja, bei jedem, der mal im Hype ist, wird es auch mal bergab gehen. Das ist ganz normal. Und dann musst du dich integrieren. Das ist eine, finde ich, das ist die schwierigste Phase. Und YouTube und alle Social Media Plattformen sind immer so. Immer so. Kannst bei jedem gucken. Jeder hatte mal einen Tief und hoch und tief. Es ist ständig so. Wenn ich mir jetzt bedenke, dass die mal ein Tief hat, wie gehen dann die Eltern ab? Wird der Druck dann noch höher? Hat man Angst, weniger einzunehmen, wenn mal im Monat weniger auf dem Konto kommt, falls sie krank ist oder sonstiges? Wie sieht es dann aus? Und das ist ja schon was einen ja auch selber schon beschäftigt, wenn du dann noch den Druck deiner Eltern bekommst. Nicht schön. Ich mache mir auch immer Druck. Habe ich genug Geld? Kann ich meine Mitarbeiter alle bezahlen? Falls bei mir nicht mehr läuft, wie lange kann ich die bezahlen? Wann müsste ich denen Bescheid geben? Das sind ja Gedanken, die macht sich ja jeder Selbstständige. Wenn du aber weißt, deine Familie hängt da dran, ist es ja noch unschöner. Das sind sehr harte Worte. Aber wie nennt man das sonst, wenn ein 14-jähriges Mädchen das ganze Jahr über mit ihrem Manager durchs Land reist, Kooperationsverträge eingeht und Content produziert, damit ihr Geschäftsmodell weiterläuft? Ja, ich würde sagen, Kinderarbeit ist da schon relativ nah dran. Aber sie macht's ja so gerne, Leute, kommt schon. Nur wirkt das manchmal gar nicht so, als würde sie das wirklich so gerne machen. Falls ihr euch gerade... Das ist halt jetzt die Frage, was wurde halt für den Film inszeniert? Haben die gesagt, leg dich da mal hin und schau nochmal? Oder ist es eine Szene, die sie wirklich hat, wo sie gesagt hat, mir geht's gerade schlecht, nehmt das auf? Da muss man halt auch immer aufpassen, weil wir wissen ja, Fernseh und Dokumentation sind ja auch oft auch schon sehr gestaged. Gerade übrigens auch gefragt hattet, wer diese Melanie ist, von der hier gerade die Rede war. Die nimmt ebenfalls einen Teil in diesem Kinofilm ein und ist ein sehr großes Fangirl von Leonie. Aber irgendwie tut ihr das auch nicht gut. Leonie treibt Leute in die Abhängigkeit. Zum Beispiel ihre Eltern. Oder Melanie.
Die ist ein fanatisches Fangirl von Leonie. Melanie besitzt 4 Handys, damit sie 12 Stunden täglich ohne Akkuprobleme online sein kann. Früher waren es 17 Stunden. Was? 17 Stunden am Tag? Bro, neben Schlafen und am Handy sitzen hat sie offensichtlich gar nichts gemacht. Gut, jetzt sind es nur noch 12. Klar, man muss ja auch irgendwie leben zwischendurch. Klingt nicht unbedingt besonders gesund. Und woher hat so jemand 4 Handys? Und warum reicht nicht eins und ein Ladekabel? Melanie ist aber tatsächlich das typische Hardcore-Fangirl, was ihrem Idol komplett hinterherrennt. Wie bei K-Pop, ne? Wenn Melanie etwas Geld hat, kauft sie sich eins von den Produkten, die Leo bewirbt. Zum Beispiel aufklebbare Fingernägel. Melanie sagt, Leos Leben ist einfach perfekt. Genau das ist es nicht. Und ich will auch nicht, dass ihr das von mir denkt. Deswegen sage ich euch auch immer, wenn es mir schlecht geht oder bei mir Kacke läuft. Ich glaube, man stellt sich oft das Leben schöner vor, als es ist bei Creatern. Ich habe ja früher auch immer ganz viel Let's Player geschaut, dachte, oh, das Leben so toll, ich will auch zocken und will damit Geld verdienen. Und damals wusste ich nicht, wie viel dahinter steckt. Weil man sieht immer nur das, wo man reinschaut. Ihr seht nicht, was hinter den Kulissen abgeht, wie viel die Leute arbeiten, wie es denen geht, auch wenn es dir psychisch kacke geht. Du musst durchziehen, du musst machen, dein Geld muss reinkommen, wie bei jedem Selbstständigen eben. Die Hater-Kommentare, dann gibt's Hacker, dann gibt's Morddrohungen, dann stehen Leute vor deiner Tür. Alles Dinge, die mit euch nach außen, nicht jeder, kommuniziert. So viele Dinge, die man erlebt, die auch echt krass sind, wo ich verstehe, warum manche sagen, ich mache das nicht mehr. Und dann halt dieses perfekte Leben, kein Leben ist perfekt. Ich habe immer gesagt, ich will euch nicht auch auf diesen Trichter bringen, dass das Leben perfekt ist. Ich glaube, wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit euren Idolen das Leben zu tauschen, würden einige sofort wieder umtauschen wollen. Und ich sage immer, wenn ihr das Leben von einer Person wollt, dann müsst ihr alles nehmen. Dann müsst ihr deren Familie nehmen, deren Freundeskreis, deren Partner, alles. Es geht nicht nur eine Sache, ihr müsst alles tauschen. Und dann sagen die meisten sowieso schon, okay, nee, kein Bock. Ja, deswegen, das Leben ist nie perfekt. Das Leben kann phasenweise perfekt sein, aber das Leben ist nicht perfekt. Nur weil ein Schnappschuss die Happiest-Life-Scene gerade eben zeigt, wie man sieht, hat sie 5 Sekunden davor ihren Vater angeschnauzt und hat jetzt Streit mit dem. Ja, also das sind immer die Dinge, die man halt sehen muss. Wow, aufklebbare Fingernägel. Wenn ich aber so zurückblicke, wirkt Leos Leben oft gar nicht so perfekt. Aber sie ist halt sehr exemplarisch für viele Mädels in diesem Alter. Ja, du hast ein Vorbild, eiferst dir nach und willst halt genauso sein wie das Vorbild eben. Und weil das nicht klappt und du dieses Ideal, was du halt in deinem Kopf hast, was auch in der Realität nicht stimmt, nicht erreichen kannst, bist du die ganze Zeit unglücklich? Melanie bricht dauernd zusammen, weil Leo Baileys ihre Messages nicht beantwortet, weil Melanies Fan-Account für Leo Baileys kurzzeitig von Instagram verschwindet. Immer gibt es einen Grund, todunglücklich zu sein. Ja, da muss man natürlich auch aufpassen. Also einmal kann ich euch sagen zum Thema Messages beantworten. Ich gehe ab und zu auf Instagram-Messages ein, aber ich kann das gar nicht. Wenn ich das den ganzen Tag machen würde, würde ich keinen Content mehr produzieren. Da kommen so viele Nachrichten rein. Es geht nicht. Und vor allem habe ich früher wirklich immer gesagt, ich antworte jeden Tag 150 Menschen. Und dann wurde ich von Instagram gesperrt im Bereich Messages, weil sie gedacht haben, ich betreibe Spam. Also Instagram ist auch gar nicht ausgelegt für diese Masse an Nachrichten. Also ich gehe schon immer durch und gucke und suche mir dann immer jemanden aus. So ist es leider, es sind zu viele Nachrichten und gucke, wem ich irgendwie antworten kann. Aber es geht gar nicht anders. Es sind zu viele. Nehmt es nicht persönlich. Eure Creator ignorieren euch nicht. Sie ghosten euch nicht mit Absicht, sondern sie können gar nicht auf alles eingehen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn ihr so ein Verhalten wie hier diese Melanie bemerkt an euch, solltet ihr auf jeden Fall was dagegen machen, weil das ist nicht normal. Und das ist auch, glaube ich, nichts, was eine Leo jetzt toll finden würde, sondern einen eher ein bisschen Angst macht. Ihr müsst auf eure Art und Weise toll sein und hört auf, andere Leute kopieren zu wollen, sei es vom Aussehen oder sonst was. Man kann ja gewisse Eigenschaften und gewisse Dinge toll finden und die erstrebenswert finden. Aber ihr müsst, wenn dann, aus euch das Beste rausholen und aus euch das Beste machen. Und das wäre beispielsweise für eine Melanie, ihre Anzahl von 4 Handys auf 1 zu reduzieren, die Bildschirmzeit am Tag auf 3 Stunden absolut zu minimieren und was mit Freunden zu machen, irgendeinen Sportkurs, tanzen gehen, sonst was und aus sich etwas zu machen. Und nicht nur diese Illusion hinterherrennen, ich möchte aussehen wie, weil dann werde ich auch geliebt, weil die wird ja auch gelebt. Aber das Schlimme ist, würde Melanie aussehen oder sein wie eine Leo, wäre sie auch wieder nicht glücklich, weil sie ihr wahres Leben sehen wird und da ist niemand zu 100% immer glücklich. Ja, wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, jemand anderem hinterher zu rennen, verlierst du dein eigenes Leben komplett aus den Augen. Ja. Als ich das gelesen habe, tat mir das echt einfach nur leid für das Mädel. Die Szene, in der ihr Fan-Account plötzlich verschwunden ist von Instagram, gibt's auch auf YouTube und ist nicht besonders schön anzusehen. Ich komme nicht mehr rein. Ich komme in Leos Cookie nicht mehr rein. Ich komme nicht mehr rein. Diesen Instagram-Account gibt's nicht mehr.
Ich habe keine Ahnung, was los ist. Da schreibt einer heul, doch der Typ so, ne? Alle Mädels so, Leos Bubi, Marie, die ganzen Fanpages halten zusammen und einer so heul doch. Zu den Fanpages, auch die es über mich gibt, wollte ich auch sagen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der die macht. Da habe ich aber auch schon ganz unschöne Dinge gesehen, dass die sich gegenseitig untereinander mobben und fertig machen, weil dann macht eine ein Bild und editiert es 10 Stunden, die andere klaut es nur und dann like ich auszusehen das Geklaute, dann rasten die aus. Bitte macht es nicht so exzessiv, macht es, weil es euch Spaß macht, setzt niemand unter Druck, die Dinge ist zu liken oder zu sehen. Es sind sehr viele. Ich möchte nicht, dass ihr euer Leben für mich aufgebt. Also bitte, das ist nicht das, was ich will. Ich will auf euch stolz sein. Ja? Ich will, dass ihr in die Schule geht, fleißig seid, Hobbys habt, mit Freunden trefft. Das macht mich stolz. Postet da auch mal gern so Bilder von euch privat, dass ihr sagt, hey, heute mal ein Instrument gelernt. Hey, heute eine 2 geschrieben in Englisch. Oder hey, ich war gerade mit einer Freundin unterwegs. Das könnt ihr auch auf eure Fanpages mal einbauen, auf meinen, indem ihr tolle Dinge und Erfolge von euch postet. Das fände ich eine süße Idee. Das eröffne ich hiermit mit Hashtag die Internet. Nein, Spaß. Nee, aber ernsthaft. Ich möchte jetzt bei meinen ganzen Fanpages, dass ihr einen Post die Woche macht, wo ihr sagt, was ihr Tolles in der Woche erlebt habt, was für euch ein Erfolg war, was nichts mit mir zu tun hat. Let's go. Ich kann nicht mehr. Da, ich existiere dort drin nicht mehr. Ich existiere nicht mehr. Doch, du existierst. Das ist ein ganz schlimmer Satz. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Satz, den sie da gerade sagt. Der Satz, ich existiere nicht mehr, ist schon ein bisschen hart dafür, dass einfach nur dein Instagram-Account nicht mehr da ist. Hallo, das ist nicht die echte Welt. Wir sind immer noch da, wir können dich immer noch sehen. Du existierst. Aber ey, was soll man sagen? Die ist halt noch ein Kind. Manchmal fühlt sich das in solchen Situationen eben genauso drastisch an. Und manchmal haben sie und Leonie sogar einiges gemeinsam. Beide beschäftigen sich den ganzen Tag mit Leonies Leben. Nur das eine eben auch, Leonie ist dabei. Ja, ja. Freundinnen und Freunde haben beide Mädchen so gut wie keine. Leos Vater findet, die Einsamkeit sei wohl der einzige kleine Nachteil, sonst wüsste er nicht, woran es seiner Tochter fehlen könnte. Ja, ich frage mich manchmal, ob dieses Leben auch eher für Leute ist, die so ein bisschen alle Einzelgänger sind. Ich meine, ich habe Freunde, auf jeden Fall Online-Freunde. Das ist nicht witzig. Aber das sind auch gute Freunde, die treffe ich auch ab und zu. Ich habe auch noch Freunde aus meinem alten Leben. Ich habe aber sehr viele Freunde auch ausgemistet, weil ich da ganz schlimme Erfahrungen gemacht habe. Also hätte ich jetzt YouTube nicht, würde ich jeden Abend zocken. Das ist einfach meine Leidenschaft. Ich bin nicht so die Weggeherin. Mir macht das keinen Spaß. Und deswegen habe ich diesen Job voll für mich entdeckt, weil ich einfach, keine Ahnung, ich mache das, was ich liebe und vermisse jetzt aber auch nicht wirklich was. Also ich muss schon sagen, dass mir manche sagen, boah, dein Leben schrecklich. Also die Leute, die näher mit dran sind, finden mein Leben schrecklich. Ist auch voll okay, aber für mich ist es halt mein Leben so. Mich stört es nicht. Ich bin gerne zu Hause und arbeite viel und mache viel online und so. Das ist halt mein Ding. Und Leute, die das halt eben nicht gut finden und können, machen halt anderen Content oder weniger oder machen es halt nur ein paar Jahre oder merken dann doch, das ist nichts für sich. Aber ja, dass sie halt jetzt schon so einsam ist aufgrund des Jobs, ist halt schon echt schwierig. Ich meine, ich habe ja trotzdem meine Wochenenden, die ich jetzt gerade echt versuche einzuhalten, da treffe ich dann auch dank meinem Partner immer wieder mal Freunde. Ja, oder habe halt Kontakt auch im echten Leben zu Menschen. Meine Schwester sehe ich oft, meine Familie besuche ich. Also ich bin jetzt nicht mega einsam, aber ich bin auch mal gern allein. Ja, gut, also dieser einzige kleine, winzige Nachteil, ja, gut. Bisschen Einsamkeit und alleine sein und ja. Ja, und am Ende weißt du auch gar nicht mehr, wer möchte mit dir befreundet sein oder wer ist mit dir befreundet aufgrund deiner Reichweite. Ah, okay. Aber schaut doch mal. Wir haben Geld und Geld. Ja, was braucht denn sonst ein Kind noch, um glücklich zu sein? Mann. Echte Freunde? Pff, kann man sich doch kaufen. Vielleicht mit der Gage, die man für diesen Kinofilm bekommen hat. Ganz ehrlich, das wäre es mir nicht wert gewesen. Wenn ich mir das Endergebnis angucke und mir denke, ey, fuck, so geil ist mein Leben gar nicht, wie ich das allen im Internet immer erzählen möchte. Ich glaube, ich hätte das Ganze lieber nicht gemacht. Ja, genauso wie diese ganzen Instagrammer, die ihr komplettes Aussehen faken, ihren Körper faken. Die sind doch nicht happy, wenn die früh aufstehen und Spiegel schauen, merken, sie lügen der ganzen Welt nur was vor. Sie trauen sich nicht auf Events oder sonstiges. Das ist doch scheiße. Aber vielleicht ist dieser Film in seiner ganz, ganz komischen Art doch irgendwie wieder gut und hilfreich. Nämlich, dass man sehen kann, wenn dir Leute auf Social Media grinsend erklären, wie geil ihr Leben doch ist, ist es das manchmal trotzdem nicht. Manchmal sitzen die einfach nur traurig und alleine auf ihrem großen Haufen Geld zu Hause und denken sich, dass so ein paar Freunde doch irgendwie geiler gewesen wären. Ganz
Ja. Ganz, ganz unangenehmes Thema. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare unten unter diesem Video. Sehr gutes Video, Klängern. Sehr, sehr gutes Video. Liked Klängerns Kanal, lasst ein Abo da. Unten in der Beschreibung ist das Originalvideo. Ja, ich denke mir halt auch manchmal. Also ich glaube tatsächlich, also man merkt ja immer im Leben, beispielsweise meine Mama hatte ja jetzt einen Schlaganfall, da merkt man wieder, was eigentlich wichtig im Leben ist. Und das ist Gesundheit und viel Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Und Zeit ist das kostbarste Gut. Und es wird absolut unterschätzt, gerade auch von mir und vielen anderen Creatoren, glaube ich auch. Man hasselt sich da so rein und was bringt dir am Ende das Geld, wenn du krank bist oder irgendjemand verloren hast? Gar nichts. Geld macht sorgenfrei, das stimmt. Und auch in einer gewissen Weise glücklich, weil man halt sorgenfrei ist. Aber du kannst dir davon nicht alles kaufen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, über eure Meinung. Ich weiß, dass mittlerweile sehr viele Leute oder sehr viele Schüler mittlerweile nicht mehr Astronaut werden wollen oder Popstar, sondern YouTuber. Und da kann ich nur sagen, überlegt es euch gut. Das Allerwichtigste, was ich immer sage, macht eine Ausbildung nach der Schule oder studiert. Ihr müsst was in der Hand haben. Dieses Business kann so schnell vorbei sein, ganz ehrlich. Sei es, euer Account wird gesperrt oder der Trend endet sich oder ihr schafft es dann nach dem Hype nicht irgendwie weiter. Das kann alles passieren. Die Plattformen kommen und gehen. Die einzigen Zahlen, die für manche von euch jetzt gerade wichtig sind, sind die in eurem Zeugnis. Deswegen gebt euch da Mühe, strengt euch an, bildet euch und gebt nicht so viel auf diese ganze oberflächliche Online-Ja, danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und ab würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr mir auf Jasmin Gnu folgt. Da gibt es zwar keine perfekten Bilder, aber ich glaube, einiges zu lachen. Deswegen kommt gerne vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video.